Und deine Strandkleider entfernt sich von, da werden die Outfits deiner Charakter. Ja, interessiert mich nicht. Du kannst nun mit Shinra 8. Mit der Shinra 8 zwischen Costa und den. Okay. Verstehe. Neue Aufgaben. Oh, wir können tatsächlich eine neue Esper machen. Ich bleibe bei meiner Konstellation. Ich finde es immer schade, wenn man sehr viele gute oder interessante Wir haben gerade Charaktere richtig gute bekommt. Sachen hereinbekommen. Aber eigentlich. Ah, schwierig. Umkleidekabinen. Wo ist denn jetzt das Scheißbrett? Im Hotel ist noch was. Nee, das ist nur Noten. Ja, geradeaus und dann links. Hier bleiben keine. Oder tanzen. Hier ist jeder richtig, der flink auf den Beinen. Nach Feierabend hätte ich gern noch eine private Tour mit dir. Aha. Nach Feierabend will er noch eine private Tour. Der Griff nach den sieben Sternen. Du oder ich? Das beliebte Strandhotel befindet sich gerade mitten im Umbau, also fast. Es gibt da nämlich noch ein kleines Problemchen. Und zwar in Form von mir, oder sollte ich besser sagen, uns. Auch jedenfalls unbedingt Hilfe. Am besten von dir, Bruder. Modeschöpferin. Für unsere neue Bademode-Kollektion suchen wir nach einem Pärchen. Das ist. Das für uns auf ein Date geht. Interessante Turteltäubchen melden sich. So, dann würde ich sagen, helfen wir erstmal Johnny und dann gehen wir mal auf ein Date. Wen wollen wir denn da mitnehmen? Die Tifa oder die Dingsbums? Eris. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches. Aloha! Schön, dich auch im malerischen Urlaubsparadies zu sehen. Du hast also auch ein Auge auf dieses Hotel geworfen? Du bist eben ein Kenner. Große Hotels machen zwar architektonisch mehr her, aber ich bevorzuge beschauliche Orte wie diesen. Vielleicht findest du ja noch ähnlich verborgene und doch eindrucksvolle Plätze. Na, heute ist relativ ich still. Finde, heute ist immer. Dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Sicher stand es schon hier, als Costa del Sol noch ein kleines Fischerdorf war. Die Wände bröckeln, das Dach biegt sich, die Pfeiler knarren bedrohlich. Nanu? Hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Tja, sind wir heute unter uns, Justin, ne? Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Macht Sinn. Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre... Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Die Betten sind alle frisch bezogen.
Ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich dir gesagt hab. Husch, husch. Na. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Ja, ganz genau. Das hast du gut erkannt. Er heißt Gianni. Wir wurden bei der Geburt getrennt. Oh, wei. Er wurde dann von Monstern in der Wildnis großgezogen. Bis eines Tages. Nein, natürlich nicht. Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Oh nein, ach Juffi. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Bruder, ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann. Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also ich finde, wir sollten ihm helfen. Kannst du nicht sowas mit der Harris, mit der Tifa machen? Danke, Bruder. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Also fünf Tifas, die lassen dir den Sack schon dreimal platzen. Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da. Wo kam denn dieser Gedanke jetzt her? Materialien suchen gegangen. Oh wei. Na, gehen wir erstmal hier hin. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Das Problem ist, Johnny, dass du halt ein fauler Sack bist und Kopien von dir sind genauso ein fauler Sack. Also, hm. Hey, auf der Suche nach Materia? Je länger man hier. Kommt herbei, das hier ist der beste Laden. Ein Ring als Souvenir. Was meinst du, Justin? Dates? Harris, Tifa? Mit welchen von den Damen wollen wir denn auf ein Stranddate gehen? Na, wir können sogar die Soldier-Uniform sehen. Ach, das wäre cool. Ein bisschen weird für einen Strand vielleicht, aber... Ein bisschen Fanservice muss schon sein. Du bist doch der Typ, der gegen diesen Shinra-Kittel gekämpft hat. Kein Zweifel, das ist er. Ich bin Fran. Und ich Naomi. Ich heiße Yoda. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Fran, Naomi, Yoda. Ja, das kann man machen. Kira, passt schon. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir?
Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Ach Mädel, müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Ihr dürft nicht zu wenig Haut zeigen, aber auch nicht zu viel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Oh wei. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Deine Freundin scheint bei euch die Hosen anzuhaben, stimmt's? Mit unserer neuen Kollektion wollen wir selbstsichere und zielbewusste Frauen ansprechen. Du kannst ihn aus der Reserve locken. Das habe ich sofort erkannt. Habe ich recht? Also, ich weiß ja nicht. Meinst du diesen Shinra-Wissenschaftler? Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Habe ich mir doch gedacht. Aber nichts. Na gut, komm. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Na super. Darf ich mit Aris flirten? Dateplanung. Ich werde mir auch etwas einfallen lassen, das ihr nicht mehr vergessen werdet. Aber zuerst solltet ihr bei Naomi. Bran wartet bei der Piratenparty und Naomi bei der wilden Hatz auf euch. Ziemlich ungewöhnlicher Job für dich, oder? Hab doch einen Profi an meiner Seite. Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Ah, auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Ja, hat Spaß gemacht damals. Ja, wir hätten Final Fantasy 7 spielen sollen. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Oh wei. Du musst nur die Zielscheiben treffen. Und damit auch ihr Herz. Oh nein.
Ja, geht. Einfach super. Gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch besser. Eine Frau, die weiß, wie man Männerherzen erobert. So soll es sein. Mit dem Schwert hätte ich es besser hingekriegt. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Viel Spaß. Euer Date ist hier aber noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der Wilden Herz. Oh wei. Na dann. Ist ein komisches Date, wenn dann vier Freunde auf dich warten. Ich bin richtig gespannt, was wohl als nächstes kommt. Hoffentlich nicht, wenn ich falsch bin. Ach, Cloud. Hab doch einfach mal ein bisschen Spaß. Die Wilde Hatz müsste hier sein. Geradeaus und dann rechts. Du weißt, dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren, was? Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Ja, nicht im Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn? Hab's nicht so mit. Nicht im Kampf- oder Fluchtmodus. Was du nicht sagst. Hab's nicht so mit Dates. Ach, was du nicht sagst. Oh, da seid ihr ja endlich. Welches Rennen? Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe, einem knuffigen Tier? Seid ihr bereit? Ja, das kennen wir ja schon. Also dann, wünscht mir Glück. Hast du eigentlich zugehört? Das ist für Tiere. Menschen sind per Definition Tiere. Also kann ich mitmachen, richtig? Na, hi. Diesen Gierschlund. Das geht leider nicht. Oh, Menno. Könnte ja ein paar Hasenohren geben. Ihr habt doch ein Haustier, oder? Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen habe ich so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Gebt mir ein R, gebt mir ein E, gebt mir ein D. Oh wei. Erziele Tore in der farblichen Reihenfolge. Zweimal blau. Okay. Der rote Ball darf nur ins rote Tor. Und so weiter und so fort. Die weißen sind neutral. Verstehe. Er ist schwarz. Oh, komm schon. Oh Mann, wie war denn da nochmal der Seiten? So, gelb. Okay.
Oh, komm schon. Hallo, blauer Ball. Oh Mann! Diese hohen gefickte Ficklappen, ey. Natürlich bleibt er da stehen. Oh Mann! Hab dich! Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt der dunkle Ball. Hab dich! Ins schwarze Tor. Wo ist denn jetzt das schwarze Tor? Da. Ah, nee. Alter, das Arme! Ey. Ah, wenn Spieleentwickler mal wieder meinen. Sie müssten Spiele kopieren. So. Das ist immer am schlimmsten. Rocket League macht das gut. Ihr nicht. Boah, leck mich. Nee. Das ist ja Müll. Passiert schon mal. Ein paar Trainingseinheiten und die Sache sieht ganz anders aus. Mhm. Durch ihr Haustier scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, hat es noch einmal richtig gefunkt. So dahin schmelzen! Genau das habe ich gebraucht. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. Na, immerhin. Ja, da hat übrigens noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Oh nein. Deswegen solltet ihr euch jetzt sofort zum Chocobo-Verleih begeben. Oh wei. Ich bin schon auf diese neuen Kreationen gespannt. Welche Art von Badesachen gefallen dir denn so? Warum? Ach, reine Neugier. Erstmal sollten sie funktional sein. Wasserabweisendes Material und gute Herzlich willkommen! Für das Ausleihen eines Chocobos muss zunächst ein Leihschein erworben werden. Können hier jederzeit ganz nach Belieben Chocobos ausgeliehen werden. Da seid ihr ja. Ich habe etwas ganz Tolles für euch. Reitet mit ihr bis zum Muschelstrand. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Oh wei. Wie niedlich. Oh wei. Aber ein einfacher Ritt über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt. Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Na dann. Ich warte hier auf euch. Und vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch.
Ein Date auf dem Rücken eines Chocobos. Mein Herz schlägt wie wild. Ist doch schon mal geritten. Aber das hier ist neu. Stimmt. Muscheln haben wir bisher noch nicht gesucht. Doch nicht die Muscheln. Ich bin bereit. Sag los. Du bist nervös. Quatsch. Ist doch ein Kinderspiel. Du bist nervös. Ich könnte Cloud mal versuchen, auf Magie aufzubauen. Auf Nummer sicher. So, nehmen wir mal so ein Chocobo mit. Also hier sollen wir also Muscheln sammeln oder was? Oh nein. Johnny hat mich gebeten, nach seinen Materialien zu sehen. Ach, das ist mir ähnlich. Immer die beste Hilfe am Start. Oh nein, bitte nicht. Okay, das Ganze ist schon ziemlich abgefahren. Weißt du, wir hatten eigentlich schon alles zusammen, aber dann wurden wir angegriffen und mussten fliehen. Wir haben die Seilrutsche benutzt. Irgendwo da liegt das Zeug wahrscheinlich noch rum. Bitte, Bruder. Kannst du dich darum kümmern? Ja, Bruder. Je mehr du findest, desto besser für uns. Machen wir. Gut, dass Bruder da ist. Aber eigentlich wollte ich doch hier hin. Der ist stark für 100 Mann. Du sagst es. Zum Glück nicht für 100 Johnnies. Das würde nämlich nicht reichen. Mal ganz davon abgesehen, dass selbst 100 von uns sich nicht trauen würden. Das wird schön mühsam werden. Wollen wir uns nicht vielleicht auch vervielfältigen? Mach es nicht schlimmer, als es schon ist. Wieso? Das wird lustig. Komm schon. Stell's dir doch mal vor. Ich halte es für keine gute Idee. Wir Juppies regeln das schon. Komm, Cloud, lass uns da drüben schauen. Nein, da drüben ist viel besser. Hier muss es doch irgendwo Materie geben. Hey, Cloud. Cloud? Träum nicht rum. Alter, Juppi, halt dein Maul. Ich glaube nicht. Goldstaub. Ich denke, die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Na? Kann ich schaden. Immun gegen. Es wird heiß. Alles geht.
Und tschüss! Das sollte reichen. Der Feind ist geschwächt. Kleine Show, fällig? So, jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Dann mal zurück in den See. Ah ja, das muss man mit den Chocobos machen, ne? Glaub mir, das wird ein perfektes Date. Ist doch doof, wenn ich jetzt wegen jedem Scheiß. Ja, auf. So. Das sind alle so zeitfressende Quests. Ich meine, klar, Nebenquest ist Nebenquest, aber... Das ist nicht die geeignete Muschel. Oh, komm schon. Jetzt wird's aber langsam eklig. Tragen auf Einsätzen eine solche Muschelhälfte bei sich. Ah, und die andere Hälfte schenken sie jemandem, der zu Hause auf sie wartet? Ich liebe solche romantischen Geschichten. Aber sollte jemand anderes diese Muschelhälfte zu Gesicht bekommen, ist es ein Omen für den Tod. Okay, vielleicht doch nicht ganz so romantisch. Nicht schon wieder. Viel Erfolg! Ich will los! Genau her! So. Das wird dir nicht schmecken. Schmerzlos. Ich würde ja gerne Phönix beschwören, aber es bringt halt nichts. Auf. Das hat geklappt.
Na, ich weiß nicht. Ich habe ja keinen Referenzwert. Kann man nur zu hoffen, dass der hier was findet. Ich habe doch alles gefunden. Ich wollte doch nur... Oh. Interessante Form, oder? Weder zu groß noch zu klein. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Genug für heute? Was meinst du? Schließlich geht's hier nicht nur um mich. Wir sind doch beide auf diesem Date. Ach, Aris. An dieser Stelle wäre es angebracht zu sagen, am liebsten möchte ich noch viel mehr Zeit mit dir verbringen. Egal, ob's dir was. Die labert und labert und labert. Sich am bequemsten auf dem Rücken eines Chocobos. Chocobo-Verleih, preiswert und gut. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr mir ein paar tolle Muscheln mitgebracht? Hattet ihr Spaß bei eurem Ausritt? Diese Muschel sieht wirklich hübsch aus. Mit den zwei Hälften passt sie perfekt zu jedem Pärchen. Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden. Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann. Wollen wir da hin? Ja, ne? Beim nächsten Mal auf einem Chocobo reiten wir zusammen, ja? Das würde ihn sehr langsam machen. Umso besser. Mehr Zeit, die Landschaft zu betrachten. Ich sitze aber vorn. Na klar, ich weiß doch, dass dir sonst Materie schlecht wird. Ist das Eis? Nein, was? Zweit auf dem Chocobo. Warte mal, wir müssen zum Strand, ne? Ja, gucken wir mal. Gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. Hoffentlich sind das keine Date-Outfits. Damit so ein Outfit auch richtig zur Geltung kommt, braucht es ordentlich Muskelmasse. Findet ihr nicht? Naja. Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr! Kommt noch heute zum Mann! Oh Mann! Wo kühle Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen! Oh nein. Oh mein Gott. Was spiele ich hier? Ihr seid ja wirklich gekommen. Und? Wie hat euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben.
Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer, unter dem endlosen Himmel und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Na, wenn das mal nicht der gute Cloud ist. Ah, wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Was machst du denn hier? Betriebsausflug. Wir sind jedes Jahr in Costa del Sol. Ach, Jinan. Um ein bisschen zu entspannen und uns neue Outfits schneidern zu lassen. Da fällt mir ein, komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Warum machst du so ein krasses Make-up? Neue Herausforderungen. Minispiel und Bilder hat's. Ja, interessiert mich nicht. So, Wilde Hatz hat er gesagt, ne? Später bei ihm vorbeikommen. Die Frage ist, wo? Oh, muss ich da langfahren? So, Yuffie hat 5 EP und Waffenpunkte und so ein Kram bekommen, das ist schön. Na komm. Helfen dem Johnny noch einmal. Ich bin aber lieber zu Fuß unterwegs tatsächlich. War man sowieso bei jedem Kackmonster absteigen muss. Na, dem folge ich mal, dem Vogel. Müssen wir aber bei Chatley vorbeigucken. Der Feind ist geschwächt. Jetzt oder nie. Der ist für dich. Okay. Schöpfen wir aus dem Wissensschatz des Planeten. Na dann. Machen wir das mal. Schon wieder hagelt das Wetter bei mir. Ja, das war bei mir auch tatsächlich. Aber nur kurz. So. Ich kann dahin schnell... Oh, leck mich doch. Ich kann dahin schnell reisen.
So, Jungs, was kann ich für euch tun? Bruder, hast du das Zeug gefunden? Hey, sag mal, willst du uns verschaukeln, Bruder? Jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, Bruder. Gut, dass Bruder da ist. Der ist... Seilbahn. Renovierungsmaterial. Suche in der Nähe der Seilrutsche nach dem Material, in die Johnny fallen gelassen hat. Ja, aber wo ist denn die fucking Seilrutsche? Du sagst es. Zum Glück nicht für 100 Johnnies. Das würde nämlich nicht reichen. Weil ganz davon. Was denn für eine Seilrutsche? Hier oder was? Siehst halt auch, ich meine, hübsche Grafik hier. So, Supertrank und so ein Kram nehme ich ganz gerne mal mit. Königsfeder haben wir auch. Das ist nicht gut für das Schwert.